Zombies. Ein heulendes Elend. Ein heulendes Elend. Es spielt mit den Muskeln, das heißt wahrscheinlich, dass es eine Attacke vorbereitet. Ich sage Parade, Parade, Parade. Super. So, und nochmal. Eine magische Barriere. Ui. Ui. Und ui. Ui. Spielt mit den Muskeln. Und jetzt. Ach komm, stirb. Mir zuliebe. Stirb doch einfach. Warum stirbst du nicht? Au. Meine ich nicht Dankwort. Ich meinte dich. Ich meinte nur in dich. Au. Dankwort ist zurück. Ja, also. Gay-Nasum. Gay-Nasum. Wendy greift an. So, und wieder parieren. Ich block hier ab, also ich kann da einfach nicht weiterreden. Na, wird es halt. Halt die Schnauze. Na komm. Ein Wiedergänger. Komm her, mein Schnuggiputzi. Ui. 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 Oh, 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 oh. Ui. Was? Das Stoßgebet dem übelst viel abziehen, aber so normaler heiliger Angriff. Nüchten. Jetzt stirb. Danke. Gewonnen. 500 Taler und super. Guten Tag. Das stört mich in meinem Leid. Was bist du denn für einer? Ich bin der König der Untoten, der Toten. Ich wache über die Verstorbenen. Und ich bin furchtbare Leid. Freu dich doch, dass du König bist und lass die Jammerei sein. Bitte, das nervt. Ich bin allein. Diese ewige Einsamkeit. Dieses Leid. Klingen einem ja die Ohren. Oh, das müssen wir irgendwie abstellen. Können wir dir helfen? Was können wir tun, damit du mit der Brüllerei aufhörst? Das nervt. Ich suche eine Gefährtin. Such mir eine Gefährtin, bitte. Na, ich kenne ehrlich gesagt keine Frau, die sonderlich scharf darauf wäre, mit so einem angeschimmelten Typen wie dir abzuhängen. Dann holst du eine Frau, die selbst genauso schimmelig ist wie ich. Bitte, und du lässt mir einen armen Alten. Ich kann es ja mal versuchen, aber diese Schimmelfritzen versuchen normalerweise Hackfleisch aus mir zu machen, anstatt zu reden. Bitte meiner zukünftigen Frau diese Krone da. Sie wird meinen Ruf verstehen und als Folgen fährt dann hierher zurück. Okay. In Ordnung, ich werde sehen, was ich machen kann. Ja, wieder habt ihr sie gefunden. Wir sind auf der Suche, aber keine Sorge, Alter, das klappt schon. Jo, Alter, das packen wir. Jo, kann man hier drin speichern? Nee, kann man nicht. So, jo, also. Oh jo, hier ist eine nette. Ups, tretet mir bitte nicht zu nahe, Fräulein. Ich bin allergisch gegen faules Fleisch. Kommt immer der Krone nach. Das ist super. Komm, komm, meine Süße. Komm, gut, gut. Na komm, wir gehen schon mal vor, die wird schon wissen. Immer dem Frischfleisch hinterher. Ja, da hinten kommt sie angewankt. Oh, ihr Helden. Ihr habt meine Freundlosen dahingeschieße und gejammer und gefaul ein Ende bereitet. Nun kann ich endlich die Hochzeit halten. Ich hoffe, ihr benötigt uns nicht als Trauzeugen. Wir haben nämlich noch einiges zu tun.
Nein, die Ratten der Kannenstation sind Zeugen genug. Doch erlaubt mir euch zu entlohnen. Gott sei Dank. Aber gerne doch, Geschenke nehmen grundsätzlich gern an. Da hast du richtig recht. Nehmt mein altes Schwert! Hey, als ich der König oberhalb der Kanaldeckel war, hat es mir treue Dienste geleistet. Hurra. Na so, super. Hey, guten Tag. Danke, meine lieben Freunde. Ja, wir hätten nur gern. So, jetzt zeigen wir hier ein Bastardschwert. Geil. So, mit dieser guten Tat würden wir langsam das Let's Play beenden für heute und das sage ich bis zum nächsten Mal. So, sind wir wieder bei unterwegs in Düsterburg und ich weiß nicht, wo wir gerade waren. Aber das ist nicht so tragisch. Denn wenn ich auf unseren Status sehe, auf unsere KP, dann gehen wir erstmal schlafen. Hallo Julie. In unserem wunderschönen Häuschen. Schlafen legen, danke. Weiter geht's. La 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 la. Tschüss, Julie. Kacken wir auf dem Teppich. Haben Kokain. Gulli wollten wir nochmal gucken. Wir gucken einfach mal nach unten. Guten Tag. Junger Wiedergänger. Angriff. Feuer mal. Schlussgebet. Hey. Komm, wir machen jetzt einfach hier den. Wir so viel HP verschwenden. MP. Gut. Mist. Hält aber viel aus. Na gut. Was soll der Geiz? Und tschüss. Gewonnen. Hurra. So, hier ist auch ganz schön dunkel. Furchtbar. Hier geht's wieder nuff. Wir wollen aber nicht nuff. Wir wollen nünder. Der Nünden bleiben. Nö. Ne? Hier haben wir... nicht. Und hier auch nicht. Und hier? Nö, nicht. Was steht denn hier? Da hat jemand was in die Wand geschrieben. An die Wand. 2, 10, 6, 4, 12, 8. Nö. 2. Guten Tag. Stirb. Heulendes Elend. Angriff. So. Nee, hier ist noch bei denen sowas. Und Stoßgebet. Mit den Muskeln heißt gleich Parade. Hui. Parade, Parade, Parade. Aua ja, das war trotzdem noch ganz schön weh, sehen wir mal. Was hätten wir nur getan, wenn wir jetzt einfach so das über uns ergehen lassen hätten? Aber nur auf die Liebfarm, Mensch. Ich habe gar nicht getan. Hui, hui, hui. So, Attacke, so, Blitz, so. Stoßgebet. Angriff, Angriff. Gebet. Parade, Parade, Parade. Randi. Ui. Hat der Ursprung. Oh, weicht denn nicht aus? Nur weil du keine Materie besitzt, heißt das nicht, dass du immer ausweichen musst. Genesung. Na gut, nächstes Mal. Tankwartstufe 23. Ja, brüll doch nicht so rum, meine Güte. Haben wir überhaupt Magietränke? Ja, haben wir gut. Sollte reichen. Zack. Heidenkräutermau. Hey, das Griffel hat einen Ring am Finger mitnehmen. Moment mal, auf der Innenseite ist etwas eingraviert.
Mein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Hoppla, ich habe ein neues Problem am Hals. Nein, aber nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz, Sangwa. Da steht nur ein Name. Magda. Das ist doch der Name der alten Dame, die ihren Mann vermisst. Ihr habt recht, Dankwart. Oje, wir haben die sterblichen Überreste ihres Gatten gefunden. Dann wollen wir die mal flugs zurückbringen und weiter gleich ein kleines Mal pennen gehen und eventuell noch ein paar. Oh, hier sind wir. Ein paar Magietränke einheimsen. Nein. Magda lebt hier. Nee. Hier. Das wird sie sein. Ah, meine lieben Herrschaften, was schön, euch wiederzusehen. Was gibt es denn diesmal? Magda, ich muss euch leider sagen, dass meine Freunde und ich in der Kanalisation waren. Das war noch nicht das Schlimme dran, aber bei einer Leiche fanden wir diesen Ring. Es steht euer Name drauf. Sicherlich ist es euer Ehering. Joini wird niemals zu euch zurückkehren können. Ich habe es mir schon immer gedacht, aber mir fehlte die letzte Gewissheit. Vielen Dank, gute Leute, dass ihr mir den Ring zurückgebracht habt. Jetzt kann ich endlich Abschied von meinem Joini nehmen. Hurra. Danke, dass ihr mir von Joinis Tod berichtet habt. Tun wir doch gerne. Wir berichten gerne von dem Tod anderer Leute. So unser Hobby. So, wir wollten pennen. Schlafen. Gute Nacht. So. Weiter geht's. So. Tschüss, Juli. Boah, gruselig. So. Guten Tag. Wir benötigen normale Handelswaren in Form von Magietrank? Magietrank? Keine Magietränke. Scheißladen, tschüss. Arschloch. Geh mal hier. Gehen wir halt in die Ostmarken zurück. In Osten, da ist es schön. Guten Tag. Kaufen Magietrank. 6. Das sollte reichen. Und hier nochmal eine runde Zahl. Und hier oben nochmal eine runde Zahl. Also viel brauchen wir ja davon noch nicht. Hier oben nochmal. Hab immer gern runde Zahlen im Inventar. Bronzeschild haben wir einen. Den können wir ja verkaufen. Und so. Ja, der Rest passt schon. Feuerkugel vielleicht nochmal. Hundefutter, Futter noch. Brauchen wir zwar jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt er irgendwann mal wieder. Jetzt kommt sie wieder, um Gottes Willen. So, und tschüss. Scheiß doch drauf. Und ja, der Rest passt schon. Tschüss. So, lass mich durch. Ja, du bist zurück. Ja, ich bin zurück. Ist ein Traum. Jetzt vielleicht was Neues im Pub. Oh. Hallo Wendy, du schaust so verdattert. Kann ich dir helfen? Ich hätte gerne ein paar Auskünfte über deinen Haarschnitt. Nochmal, ne, über Widerstandskämpfer. Lalala, also gegen Herzog, Widerstandskämpfer. Ich will sie anzeigen. Und diese Pokémon kann ich dir nicht sagen. Pass auf, dass du dir dass nicht die falschen Leute triffst. Ich hatte ein paar Auskämpfe über Widerstandskämpfer. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Über die Stadt. Ich fühle mich irgendwie nackt. Kannst du ja gar nicht raus, wo man hier Waffen und Rüstungen kaufen kann. Waffen und Rüstungen? Nein, leid, so, das gibt es hier nicht. Schade. Tschüss. Der hat halt irgendwas. Nochmal hallo, liebe Leute. Wie steht's? Wie geht's? Wie steht's? Nicht so gut. Ich war bei dem Händler, den ihr mir beschrieben habt. Er sagt, er verkauft keine Waffen. Vielleicht nicht an jeden, der daherkommt. Besondere Kunden kennen natürlich das Passwort. Muss ich mal gucken, ob ich die Stimmen alle wieder kriege. Passwort? Davon hattet ihr davor nichts erwähnt. Naja, ich wusste schließlich nicht, wie ernst es euch damit ist. Wenn ihr jetzt nur noch... Was wollt ihr? Nichts Großartiges. Nur eine Sympathiebekundung eurerseits. Seht mal, meine Kehle ist von dem ganzen Gerede schon ganz trocken.
Ein kleines Bierchen würde da Wunder wirken. In Ordnung, Vogel, ich hole euch ein Bier.